Willkommen zu einem neuen Video zu The Last of Us Part 1. Der Patch 1.0.3.0 ist erschienen und den wollte ich jetzt mal mit euch unter die Lupe nehmen. Dazu habe ich jetzt erstmal wieder das kleine Setup aufgebahrt. Das ist ein Ryzen 5 5600X auf einem Gigabyte Aorus Master X570 Board mit 16 GB DDR4 RAM, 3600 CL16 läuft der. Als Grafikbeschleuniger eine RTX 3060 Ti Founders Edition. Und das Spiel läuft auf einer SATA SSD der Samsung 860 Evo. Wie gesagt, ist der Patch 1.0.3.0 und mittlerweile haben wir auch einen neuen Nvidia Treiber. Das ist der Game Ready Treiber 531.61. Resizable Bar ist aktiv, ansonsten ist nichts übertaktet. Die Lüfterkurve der Founders Edition wie üblich etwas angepasst, damit sie etwas kühler läuft. Okay, gucken wir mal rein, ob sich was verbessert hat. Ja, also wir sind im Spiel und ich zeige euch mal die Optionen. Wir haben hier unter Grafik die niedrigen Settings drin und sind hier gerade in 1080p unterwegs. Damit fangen wir an. Und beim letzten Mal ist uns ja aufgefallen, bei dem alten Patch, bei dem 1.02, dass es extrem verwaschene Texturen waren. Und wenn wir uns jetzt die Texturen angucken, ja, das ist also, da liegen Welten dazwischen. Man kann auf einmal die Graffitis erkennen und ja, es sind trotzdem keine bildschönen Texturen, aber sie sehen doch deutlich besser aus. Und wenn wir uns jetzt mal das Overlay dazu tun, ja, dann stellen wir fest, das sieht eigentlich alles schick aus. Und so hätte ich mir eigentlich von vornherein auch die niedrigen Settings gewünscht. Denn das, was wir beim letzten Mal da hatten, das sah ja aus grausig, grausig. Na, so, und jetzt kann man auch so ein bisschen damit leben, wie das hier aussieht. Und ja, natürlich ist es immer noch schade, dass wir hier die 1% Low einfach nicht über die 60 FPS bekommen mit dieser CPU. Natürlich, das ist jetzt keine wahnsinnig gute, aber immer noch eine, die wirklich häufig vertreten ist und die in vielen Systemen arbeitet. Und von daher, ja, eigentlich schade, dass die da nicht drüber kommt. Okay, aber ich denke, wir gehen jetzt nochmal da hinten rein, aber dann können wir direkt mal eine Schippe drauflegen, können direkt mal gucken. Ja, das Übliche, wir brechen hier auf knapp unter 50 ein, da hat sich also nichts getan. Aber die Texturen sehen um Längen besser aus, als das bei dem letzten Patch der Fall war. So, wir gehen mal in die Optionen und gehen mit den Grafikeinstellungen mal eine Schippe rauf. Wir geben auf Mittel. Ich wollte mal gucken, wo wir da mit dem Speicher hinkommen. Ja, und gucken mal zurück ins Spiel. Und jetzt sind die Unterschiede auch gar nicht mehr so gravierend. Und ja, eigentlich ist auch die... Okay, die GPU-Auslastung ist etwas besser jetzt, aber ja, ansonsten sieht das eigentlich alles gleich aus von den Zahlen her. Und jetzt ist es auch nicht mehr so, dass hier so riesen Unterschiede zwischen den niedrigen Settings und den mittleren Settings sind. Sieht etwas besser aus, ist etwas schärfer, aber das war es auch schon. Ich denke mal, da werden wir uns gleich einmal DLSS dazu tun. Und dann einmal noch auf die hohen Settings gehen. Und jetzt denke ich mal, ist es auch nicht mehr so notwendig, dass wir jetzt hier nochmal so Feintuning betreiben. Das sieht jetzt schon alles viel, viel schicker aus, als es das davor war. So, wir gehen erstmal in die Anzeige rein und holen uns hier das... Na, wo ist es? Da ist es. Das DLSS dazu. In der Qualitätseinstellung, das ist für 1080p auf jeden Fall gut oder beziehungsweise auch empfohlen. Gehen in die Grafik-Settings und gehen direkt mal auf Hoch. Jawohl, das wollen wir haben und gehen zurück ins Spiel
und nehmen uns, ja, jetzt sehen wir auch schon, jetzt sieht das Ganze schon knackiger aus. Holen uns das Overlay mal dazu. Okay. Ja, allerdings sind jetzt die hohen Settings tatsächlich schon, selbst mit DLSS. Das sah vorher besser aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil hier haben wir doch, wenn wir uns hier mal so drehen, doch schon ganz schöne Aussetzer. Hier wieder so ein Haxer, ne? Wo es einmal richtig in die Knie geht. Das ist jetzt. Ja, das sieht jetzt natürlich irgendwie. Das sieht übel aus, ne? In den Low Settings haben wir zwar eine viel, viel bessere Optik, aber in den hohen Settings, dass das jetzt so schlecht ist. Ich gehe noch mal in die Optionen rein. Gucke noch mal. Ja, die Renderauflösung ist auf jeden Fall runter. Tja, das ist hart. Das ging schon besser. Ja, jetzt sehen wir auch hier. Ja, da ist ja schon fast stehen geblieben. Ja, also das ist. So, wir sind zurück im Spiel nach erfolgreichem Absturz. Und ja, habe mich jetzt echt gewundert, dass wir da in 1080p so früh aussteigen müssen. Das letzte Mal konnten wir da ja noch zumindest in den Optionen ein paar Dinge mehr bewerkstelligen. Wir sind jetzt erstmal in 1440p, Grafikvoreinstellungen auf niedrig und gucken mal ins Spiel rein. Holen uns mal das Overlay dazu und sehen, jawohl, okay. Die GPU ist bereits gut ausgelastet. Wir sind hier bereits im 60er-Bereich, kratzen bereits am 60er-Bereich der FPS. Und ja, ich denke mal, da sollten wir uns gleich, da sollten wir uns gleich DLSS dazu holen. Auch hier fällt wieder auf, die Texturen wesentlich besser wie im alten Patch. Sieht alles schon viel, viel besser aus. Ja, aber wie gesagt, wenn wir jetzt hier so in die Ecke reingehen, dann stellen wir schon fest, die Performance geht dann doch schon eine ganze Ecke in den Keller. Ja, also, holen wir uns DLSS. Ja, sind wir auch schon unter 60 FPS. Ich denke, da müssen wir uns direkt DLSS dazu holen. Machen wir das Overlay nochmal aus, gehen in die Anzeigeeinstellungen rein. Und holen uns DLSS in ausgeglichen dazu, die empfohlene Einstellung für 1440p. Jawohl, wir wollen das anwenden und zurück ins Spiel. Overlay wieder rein. Und schon sieht das Ganze angenehmer aus. Wir kratzen an der 90 FPS Marke. Hier in dem Bereich, wo es halt, wenn man da jetzt hochguckt, das ist halt, na, da schnellen die FPS nach oben. Und wenn wir jetzt hier in den Markt reingehen, in die Slums reingehen, dann geht das Ganze wieder hier ein Stück nach unten. Wobei es hält sich relativ gut und auch die 1% Low, das sieht gut aus. Ich denke aber, dass wenn wir jetzt hier auf Medium Settings gehen, dass er das unter Umständen schon nicht mehr mag. Aber wir versuchen es. Overlay nochmal aus und rein in die Optionen, Grafik. Mittlere Einstellung. Jawohl, wir wollen das anwenden. Und zurück ins Spiel. Overlay wieder rein. Das sieht aber eigentlich ganz in Ordnung aus. Da können wir, glaube ich, noch fast mit leben. Die Frametimes sind schon etwas unrunder. Und wir droppen jetzt hier auch in den 40er-Bereich, in den 1% Low. Das sollte aber allgemein als gut spielbar bezeichnet werden hier. Also die Medium Settings mit DLSS sind ausgeglichen, die gehen in 1440p. Und die sehen auch schon wesentlich besser aus, als sie das noch in dem alten Patch getan haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es wagen soll. Ob ich es wirklich wagen soll, mal die hohen Einstellungen zu testen. Ich gehe mal auf die
High Settings. Ja, aber das sehen wir schon hier, das wird nicht funktionieren. Also da sind wir mit dem V-Rahmen deutlich drüber. Also da wird definitiv nichts funktionieren. Und ich denke mal, dann belassen wir es auch erstmal bei 1440p. Wenn wir da die Medium Settings benutzen können, dann sind wir da, glaube ich, schon ganz gut dran. Denn sie sind optisch auf jeden Fall besser geworden. Na, die Medium Settings, ich weiß nicht, was das davor war mit den komischen Texturen, die da eigentlich gar nicht vorhanden waren, die aussahen wie zu N64-Zeiten. Okay, das bedeutet, wir gehen nochmal in die Anzeige, nee, in die Grafikeinstellungen und packen mal das niedrige Setting nochmal rein. Und gehen in die Anzeige und wagen mal den Schritt auf 4K. So, da werden wir allerdings direkt auf DLSS-Leistung umschalten, denn das ist definitiv angebracht. Gehen wir mal ins Spiel, holen uns das Overlay rein. Ja. Ja, ist spielbar, ne, in den Low Settings hier. Würde ich jetzt einfach mal so bezeichnen. Anfassen heißt kaufen. Wie Schnell wieder her. gesagt, Gar DLSS nicht mehr auf vorbei. Leistung und dann geht das so weit. Wobei man sagen muss, also jetzt sieht es tatsächlich auch schon deutlich besser aus wie vor dem Patch. Wobei, wie gesagt, die haben halt ja die Texturen, die sind halt ganz andere jetzt, ne? Also, aber es nützt ja nichts, wenn wir hier irgendwie High oder irgendwas einstellen und das sieht alles Grütze aus. Dann spiele ich lieber mit Low Settings und die Texturen sind in Ordnung, ne? Also nur weil da jetzt irgendwie High, Low oder Medium steht, das ist ja nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, wie es aussieht. Und jetzt sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus wie davor. Ja, mehr werden wir in 4K allerdings nicht geregelt bekommen. Wir werden dort mit diesen Low Settings leben müssen. Mehr wird da nicht gehen. Ja. In dem Sinne bleibt mir gar nicht viel anderes übrig, als zu sagen, schönen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr keinen zukünftigen Content verpasst. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Komm, Joel. Ich bin erstmal raus und sage ciao.